Hallöchen und willkommen zurück zu. Ja. Redemption Cemetery. Es ist. Ja, oh Mann. Der siebte Teil der. Reihe. Es ist wirklich. In der letzten Folge, das ist wirklich. Ich weiß nicht. Das hat sich sowas von geändert zu dem vorherigen. Sachen, die es ist abartig geworden. Irgendwie. Ja. Was da denn? Ivy, we need to talk. Quick, dear. I'm waiting. Okay. Da ist Robert. Er ruft nach seiner Tochter. Ich weiß schon, was er sagen wird. Okay, das müsste der 1018 sein. Hast du recht gehabt? Zehn, 18. Hat gestimmt. Was ist uns noch passiert? Mit einer Eisenbahn. Das war's aber schon. Gut. Weiß nur nicht, wo ich die herkriegen soll. Da wird doch jetzt bestimmt gleich irgendwas abgehen. Sweet, I have to work. Go home and do your homework. Okay, Dad. Minuten, um die Brücke runterzulassen, bevor Ivy fällt. Die Brücke muss vom Kontrollraum aus gesteuert werden. Okay, darf ich die Tasche mitnehmen? Oh, Lederranzen, okay. Alter, das Ding pfeift aber auch jedes Mal. Es ist abartig. So, was haben wir denn hier drinne? Offizielle Pflichten des Stationsvorstehers Robert Lee. Lasse die Brücke runter, bevor der Non-Stop-Zug um 17.58 Uhr eintrifft. Oh, was haben wir denn da? Ein Zahnrad. Ein Zahnrädchen für unsere Sache. Okay. Ja, ja, jetzt nehme ich die Linie mit und dann greife ich hier, okay. Das ist ein alter Telegramm. Genau, ansehen, okay. Okay, okay, okay. Nachrichten Sonntag. Bei zwei müssen wir suchen. Komm so noch nicht rein. Tür ist verschlossen. Davor geht es noch nicht. Ich sollte später wieder kommen. Okay, das ist die gute Ivy. Die soll dann nämlich an der Brücke runter. Das ist der das Grab. Mit nochmals drei Totenschädeln. Einem Besen. Da können wir Öl abzapfen, da können wir nichts weitermachen. Da fehlen die Lilien. Moment, ich gehe lieber wieder zur Station. Na gut, wenn du meinst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Keine Ahnung. Der Zug rauscht so oder so mit Schrott durch. Also. Ich weiß auch nicht, was da abgeht. Müssen wir es mal frei machen. Dann haben wir eine leere Flasche. Noch so ein Zahnrädchen. Was nicht richtig funktioniert. Leere Flasche. Wir haben doch immer unser Wunderöl dabei gehabt. Warum nehmen wir es denn diesmal nicht? Da ist bestimmt wieder Wunderöl drinne. Der Rostlöser für alle Fälle. Oh mei. Wisst ihr?
Okay, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Na super. You can't catch me. You can't catch me. Oh, Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Die spinnt doch. Nee, nicht nochmal. Nicht nochmal. Ey. Das ist jetzt noch nicht mehr normal, oder? Die ist jetzt so früher. Alter. Da unten ist sie. Help, I'm stuck. If you pull the red lever in the bell tower, this shaft will lift and I can pull out my leg. Okay, die kennt sich ziemlich gut damit aus, muss ich sagen. Nur müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen, sonst haben wir ja gleich wieder den nächsten Fall. Okay. Dreh die Zahnräder, um die Klappe zu öffnen. Durch das Öffnen einiger schließen sich eventuell andere. Ernsthaft? Das war sowas von geraten. So, der rote Hebel. Autsch. Ich kann es nicht glauben. Ich habe Robert abgelenkt und er einen Stromschlag bekommen. Okay. Jetzt geht's ja aber richtig los. So, ich suche schon mal die Schädel. 3 weitere Schädel. Robert lebt, aber er ist bewusstlos. Ich kümmere mich später um ihn. Jetzt muss ich erst einmal Ivy retten. Der rote Hebel war es gewesen. Die Brücke ist oben. Jetzt haben wir einen Hebel. Ja, super. Oh nein, ich hoffe, Ivy kann sich befreien. Ja, super. Jetzt ist die Sicherung durchgebrannt. Ernsthaft? Help! I can't get myself out. I can't reach it. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Ivys Bein von der Achse befreit, aber sie kommt alleine nicht heraus. Ich muss ihr helfen, bevor der Zug kommt. Ja, super. Und jetzt haben wir gleich noch mehr auf dem Gewissen, weil der Zug hier kleinen Sprung macht. Give me a hand, please. Wirst du mit dem Tod verhandeln? Ah, das läuft doch. Was meint ihr?
Alter, jetzt wird's aber richtig doof hier langsam. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird's langsam richtig krank. Ich werde diesmal leider ein wenig gemeiner sein. Ich werde dann jetzt mal hier einen Schnitt machen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir die Folge jetzt schon voll haben oder nicht. Ich habe einen Timer zu spät eingesetzt. Ja, und während der kleinen Pause werde ich mal hier im Chat nachfragen, was ihr gerne haben wollt. Muss wahrscheinlich so oder so ja sein, aber mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass den YouTubern das Live-LP bis jetzt gefallen hat und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bei einem Live-LP oder einem Livestream dabei sein würdet. Schaut doch einfach mal in der Videobeschreibung nach, dort sind meine Streaming-Kanäle verlinkt. Und ja, dann wünsche ich den YouTubern natürlich noch weiterhin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilo und tschüss.